Ihr Lieben, jetzt muss ich mal etwas unwirsch mit euch werden. Es wäre schön gewesen, irgendjemand hätte mir mal gesagt, wie großartig dieses Buch eigentlich ist. Von Histoire Chalandon am Tag davor. Damit es euch nicht so geht wie mir, erzähle ich euch jetzt, wie gut es ist. Es beginnt 1974, die Nacht vom 26. auf den 27. Dezember. Michel und sein großer Bruder Joseph Lavant fahren auf dem Motorrad durch ihr Heimatdorf. Am 27. Dezember muss Joseph in die Zeche Saint-Armé einfahren. Es gibt ein Unglück, die Grube, es gibt eine Explosion und 42 der Bergarbeiter verenden tödlich. Der 43. Joseph erliegt nach einem Monat seinen Verletzungen. Michel wird das Ganze nie verwinden. Er wird immer in Trauer sein. Und nachdem sein Vater sich dann auch umbringt aufgrund der ganzen Situation und seine Mutter das Dorf verlässt, verlässt auch er das Dorf. Er geht nach Paris, er wird dort Automechaniker, er heiratet und man könnte denken, er führt ein ganz normales Leben, aber das tut er nicht. Er richtet in der Garage geradezu ein Mausoleum für seinen großen Bruder ein, den er so sehr, sehr, sehr bewundert hat. Und er sinnt auf Rache. Er macht die Bergbaugesellschaft und gerade explizit Lucien Dravel, den Steiger, den Vorarbeiter von Joseph, für dessen Tod verantwortlich. Nach 40 Jahren, seine Frau ist mittlerweile gestorben. Wir sind die ganze Zeit dabei zu sehen, wie er sich immer mehr in diesen Wahn hineinsteigert, Rache zu nehmen. Nach 40 Jahren kehrt er dann tatsächlich in sein Heimatdorf zurück und begeht einen Mordversuch an diesem besagten Steiger. Es kommt zur Verhaftung, es kommt zur Verurteilung, es kommt zum Prozess, oder andersrum natürlich. Und dann sind wir eigentlich erst in der Mitte des Buches. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert dann eigentlich? Wir sind beim Prozess dabei und nach erfahren wir, was denn tatsächlich am Tag davor geschah. Das möchte ich euch jetzt nicht alles erzählen, weil das nimmt natürlich den ganzen Plot weg, der einfach wirklich sehr, sehr gut ist. Toll finde ich auch, wie gesagt, wie Histoire Chalandon uns mit hineinnimmt in diesen Wahn, wie auch wir immer mehr diesem Wahn erliegen. Und gleichzeitig ist es auch ein sehr politisches Buch. Man sieht eigentlich sehr deutlich, was die Gier einer großen Firma letztendlich mit den Untergebenen, mit den Angestellten macht. Passt ganz gut in unsere Zeit, finde ich. Von daher eine gute Kombination. Ein wirklich, ja, von mir ein Lesetipp. Es ist bei DTV erschienen, es kostet 23 Euro und ist von Brigitte Große übersetzt worden aus dem Französischen. Mein Tipp für euch.